Eine fast amortisierte Photovoltaikanlage. Also die Anlage gehört meinen Eltern, nicht mir. Für mich wäre das nichts. Ich habe kein Dach und wohne nordseits in einer Wohnung. Über mir Raucher, unter mir Raucher, zu viel Verschattung. Es folgt ein spannender Photovoltaikanlagenbericht mit Vlog-Elementen und Einspielern aus Videorecherchearbeit zum Thema Deutschlands Drama mit dem Photovoltaikausbau. Denn die Krise in der deutschen Solarbranche verschärft sich. Drama-Analyse. Dann gab es hier den sogenannten Altmaier-Knick. Wir sehen also bis 2012 ganz gut im Rennen, dann kam der Altmaier-Knick. Ich finde Umweltpolitik sehr spannend und die Energiewende als eines der größten und wichtigsten Projekte, die wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten angegangen sind, seit der Wiedervereinigung und seit dem Wiederaufbau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Solarmodule installiert worden als je zuvor. Die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke. Man hat vor allem Angst, dass Deutschland von nun an zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein wird. Das habe ich dann sehr gerne gemacht. Da haben wir wichtige Gesetze verabschiedet. Da bin ich oft kritisiert worden. Das ist so, wenn es auch um Interessen geht und nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um wirtschaftliche Interessen. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums greift aber die im Sommer beschlossene Kürzung der staatlichen Förderung. Seit Oktober sei die Zahl neuer Solaranlagen stark zurückgegangen. Genau, wie gesagt, Herr Altmaier hat einen Deckel gekriegt. Der PV-Deckel wird abgeschafft. Wir haben Ihnen zugesagt, bereits im letzten Jahr, im Oktober, dass wir den PV-Deckel abschaffen werden, bevor er ausgeschöpft ist, und damit sicherstellen, dass eine Erfolgsgeschichte der letzten 6 Jahre ihre Fortsetzung findet. Und starten möchte ich mit der sogenannten Depperl-Rechnung. Kommen wir nun zur sogenannten Deppert-Rechnung. Depperl-Rechnung, 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 Depperl-Rechnung. So rechnet sich Ihre Solaranlage. Diese Anpreisung fand ich in den Originalunterlagen von meinem Vater von 2009. Aber stimmte das im Nachhinein auch? Also, diese Modellrechnung rechnet mit einer komplett anderen und auch kleineren Anlage und trotz jeder Menge Gänsefüßchen ist überhaupt nicht ersichtlich, welche Annahmen, Verluste und Abstriche in der Rechnung mit berücksichtigt wurden. Nach diesen Zahlen hier wäre die Anlage nach etwa 9,91 Jahren finanziell amortisiert, aber hier werden zum Beispiel auch keine laufenden Kosten mit berücksichtigt. Eine Einkommensteuer fällt an, wenn die Erträge der PV-Anlage durch die Einspeisevergütung höher sind als die anfallenden Kosten. Dieser Gewinn muss versteuert werden. Ein Dreisatz-Dreizeiler mit fett unterstrichenem Wunschwert. Schauen wir lieber nach dem realen System. Anlagenbeschreibung, Einordnung und aktueller Zustand. Da ist mein altes Jugendzimmer und das ist das Zimmer von meinem kleinen Bruder und das ist der Flur. Mir wurden freundlicherweise noch ein paar sehr interessante Daten zur Verfügung gestellt. Der Energieverbrauch von meinen Eltern und uns als Familie ab 1990 bis quasi aktuell. Und wir sehen hier einen Knick, kein Altmaier-Knick, das ist der sogenannte Sophia-Knick. Denn was war da los? Ich bin Ende 2007 ausgezogen, um in Aachen Elektrotechnik zu studieren. Das hat den Energieverbrauch meines Elternhauses und auch die Energiekosten verringert. Was gab's noch? Ja, Auszug des zweiten Kindes, der war eigentlich nur ein Schuljahr unter mir, aber der hat noch Zivildienst gemacht, also schätze ich, dass der Ende 2009 spätestens ausgezogen ist. Und die besagte Photovoltaikanlage ging hier auch mittendrin ans Netz. Ja, das nur so als Hintergrundinformation. Weiter geht's. Da sieht man auch die Qualitätsunterschiede. Einige sind schon vergilbt, also ich meine die Rahmen da. Einige sind noch weiß. Die Panels sehen in meinen Augen auch nach knapp 9 Jahren immer noch sehr gut aus. Ausblick aus meinem Fenster, sehr schön. Ist ja nicht mal mein Fenster, ich bin ja nur zu Besuch. Und spiele die weitgereiste Tochter, die lange nicht mehr da war. Ich werde hier bekocht, Wäsche gewaschen. Bloß das Klo musste ich selber putzen. Die Anlage wurde 2009 errichtet und ich war natürlich auch da vorausschauend als Rasenreporterin live mit meiner etwas älteren Kamera dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt und mein Vater 52. Er war also 31, als er mich bekommen hat. Wir haben hier keine Finanzierung, wir haben hier Eigennutz. Den Hund, da war er noch fit, den gibt's leider nicht mehr. Aber die Katze gibt's noch. Die Windmühle gibt es auch noch. So sah das Dach ohne Anlage aus. Es ist eine Photovoltaikanlage mit kompletter Direkteinspeisung ins Netz, über 2 Wechselrichter zu je 2 Strings, die so auf die Dachfläche aufgeteilt wurden. Es gibt also keinen Energiespeicher. Das heißt, der Gleichstrom wird durch den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und bei herkömmlichen Photovoltaikanlagen dann komplett ins Netz eingespeist. 2009, zu diesem Zeitpunkt, lag die Einspeisevergütung bei 43,01 Cent pro Kilowattstunde, also für diese Anlagengröße. Wie groß ist die eigentlich? Aha, 6,16 Kilowatt Peak. Also Maximalwert, der unter den vielen Nebenbedingungen, die uns die Realität vorschreibt, aber seltenst erreicht wird. Damit die Zahlen, Daten und Fakten nicht zu langweilig werden, vergleiche ich diese Photovoltaikanlage hier mit der von Breaking Electro News Michael Schmidt. Statusberichte gibt es ja zuhauf, aber der hatte wenigstens mal eine vernünftige Datenlage. Sie hat eine Leistung von 9,12 Kilowatt Peak.
Wir starten auch hier mit dem Solarkataster, der Energieatlas NRW, Infomodus. Der behauptet hier, das ist Südlage, aber rein geometrisch ist es eher Südwest. Bei Michael sieht es ähnlich aus. Und das seht ihr schon, ganz ideal ist das nicht, das ist eine Südwestausrichtung. Und im Infomodus kann man sich bildbearbeitungstechnisch die Strahlungsenergie anzeigen lassen, wobei die Orangetöne hier schon ein bisschen variieren. Hier ist knapp über 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, hier an dieser Stelle nur 912 und dieses Eck hier unten wieder 1086. Weil ich kann jetzt hier nicht genau sehen, ist das jetzt rot-orange oder super-orange, orangen-orange? Das ist hier schon eher ein Orangeton. Orange bedeutet eine gute Solarausbeute mit gut 80%. Ist aber wurscht, Tendenz sieht man und entweder man baut es dann oder nicht. Ich kann aber gleich dazu sagen, auch diese Anlage läuft absolut super und ich kann mich darüber nicht beschweren. Bitte nicht aufregen, die Tabelle dient nur der Übersichtlichkeit. Die ultimative PV-Anlagenvergleichstabelle zwischen der Anlage von Sophias Eltern und Michael Schmidt. Was für ein Durchschnittsname. Alle Angaben ohne Gewähr, denn vielleicht habe ich mich irgendwo verrechnet oder was falsch verstanden. Beides sind sogenannte Altanlagen. Michaels ist gut 2 Jahre jünger. Die Anschaffungskosten waren in etwa gleich. Michael hat eine höhere installierte Peakleistung. Das ist einleuchtend, denn jüngere Anlagen werden im Vergleich immer günstiger. Das Fraunhofer ISE, das heißt Fraunhofer ISE und nicht ISI, wie mir die Randfee mitteilte, hat einen faktisch eindrucksvollen Bericht über aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland erstellt. Hier in der Schrift erkennt man, ich sehe es als PDF an, aber die Grafiken sind eine Katastrophe, also rein optisch. Inhaltlich sind sie natürlich top. Preisentwicklung für Aufdachlagen, hier ist 2009 und hier 2011, wird immer günstiger. Oder hier doppelt logarithmisch aufgetragen, also wer macht denn sowas? Ein aufkumulierter Preisentwicklungstrend. Je höher die installierte Leistung, desto niedriger wird der Preis. Preis-Learning-Kurve, Trends für Solar, hier in Orange. Tendenz fallend, dunkler grau unterlegtes Kästchen, die Kostenspanne für die Fossilen. Wird von Solar wahrscheinlich 2021 unterboten, behauptet der Michael, wer auch immer das ist. Heute werden Photovoltaikanlagen bei Ausschreibungen für unter 5 Cent die Kilowattstunde zugeschlagen. Und das heißt, dass PV-Strom in vielen Bereichen und an vielen Stunden des Tages heute schon wettbewerbsfähig ist. Das war im Jahre 2012, als der PV-Deckel beschlossen wurde, noch anders. Das habe ich nur gefunden, weil Bruno Burger das retweetet hat. Bruno Burger, Deutschlands größter Solarguru, aber nicht der Solarpapst, das ist jemand anderes. Bruno Burger twittert auf Deutsch, Englisch und Französisch und dankt für das Interesse an aktuellen Energiedaten. Die Vergütung für PV-Stromeinspeisung nach EEG wird jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern ermittelt. Die Politik definiert, wer den Umstieg auf erneuerbare Energien finanzieren muss. Sie hat entschieden, energieintensive Industriebetriebe mit einem hohen Stromkostenanteil weitgehend von der EEG-Umlage zu befreien. Das erhöht die Belastung für andere Stromkunden, insbesondere für Privathaushalte. Der Autor vom Fraunhofer ISE prangert an, die stromintensive Industrie profitiert von der Energiewende, ohne sich nennenswert an ihren Kosten zu beteiligen. Und wir wissen, Kosten sind nicht gleich Preise und Preis ist nicht gleich Wert. Besonders nicht, wenn das alles auf die Zukunft umgelagert wird. Zu den Kosten kommen wir nachher noch, aber es ist tatsächlich so, die konventionellen Kraftwerke werden nicht danach geregelt, wie viele Erneuerbare gerade da sind oder nicht, sondern die konventionellen Kraftwerke werden nach dem Börsenstrompreis geregelt. Und solange sich mit Stromerzeugung Geld verdienen lässt, wird Strom produziert, egal ob der in Deutschland verbraucht wird oder im europäischen Ausland. In Summe haben wir 1,6 Milliarden Euro durch Stromverkauf eingenommen. Ja, die Solarenergie senkt den Börsenstrompreis nur um 43 Cent. Das kommt daher, weil Solarenergie einfach Peakleistung macht. Das heißt, hier haben wir nur die Hälfte an Senkung. Das heißt, auf der anderen Seite, wir haben viel mehr Platz im Netz für Photovoltaik. Und ich komme immer wieder aufs gleiche Thema. Wir müssen es einfach nur machen. Hier für Januar 2020 lag die Vergütung nur noch bei 9,87 Cent pro Kilowattstunde für 20 Jahre. Hier dunkelblau, das ist die Vergütung für kleine PV-Anlagen. Und die roten Punkte sind Bruttostrompreise für Haushalte. Und die Kreuzung dieser beiden Kurven war jetzt hier knapp nach 2011. Was bedeutet das? Was sagt uns das? Bei den stetig steigenden Strompreisen können Sie mit einer eigenen Solaranlage langfristig Kosten einsparen. Der Gesetzgeber hat diese Vergütung als Einspeisevergütung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgesehen. Und mit dem Kostenverfall, den dramatischen Kostensenkungen der Photovoltaik, wurden die Vergütungssätze angepasst. Und seit etwa 3 Jahren ist es erheblich günstiger, dann im Eigenverbrauch den Solarstrom zu nutzen, als ihn ins Netz einzuspeisen, weil ich einfach Kostenvorteile habe. Das heißt, wir möchten nun den Strom in erster Priorität selber nutzen, selber verbrauchen und erst in zweiter Priorität einspeisen, weil wir durch den Eigenverbrauch den Bezug von teurem Netzstrom hier vermeiden können. Und deswegen entwickeln die Systeme sich derzeit auch weiter. Ein Lösungsteil kann sein, dass wir dezentrale Speicher einsetzen und damit können die Bürger hier Teil der Energiewende werden. Und wie groß der Anteil der Solarenergie dabei ist, hängt letztlich von jedem von uns ab. Manche sprechen ja gerne von der großen Energiewende. Nun, Wunder gibt es nicht. Es gibt nur kleine, aber dafür konkrete Schritte. Sie gewinnen an Unabhängigkeit vom Stromversorger und können bis zu 80% ihres Stromverbrauchs autark decken.
Der durchschnittliche jährliche Gesamtertrag ist bei Michaels Anlage natürlich viel mehr. Dafür haben wir allerdings noch eine viel höhere Nettovergütung je gelieferter Kilowattstunde. Wir sind die Direkteinspeiser. Bei Michael wird auch unterschieden zwischen direktem Selbstverbrauch und gelieferter Energie. Beide haben eine ähnliche Amortisationszeit, gezählt ab Inbetriebnahmedatum. Die geschätzten Nettoeinnahmen pro Tag sind bei unserer Anlage ein bisschen höher. Das liegt unter anderem an der höheren Vergütung, aber auch daran, dass mein Vater im Gegensatz zu Michael kaum laufende Kosten hat. Dazu später mehr. Und so eine ganz genau aufgedröselte Rechnung habe ich jetzt nicht freigegeben. Und das wäre, wenn überhaupt, eher was für ein anderes Video mit anderem Schwerpunkt. Hätte da irgendjemand rein hypothetisch Interesse dran? Ich kann jetzt ja nicht nur Zahlen über Zahlen liefern, das ist zu langweilig. Jetzt kommt mal wieder was Filmisches. Teil 1, eine Gutwetter-Live-Ablesung und dazu besichtigen wir jetzt die Sunny Boys im Keller. So, hier unten geht's im Keller zum Sunny Boy. Hier ist er, hier zwei Knöpfe. Dazu historische Wetterdaten vom 21.07. Ja, so 20 bis 25 Grad, überwiegend sonnig. Power, 2245 Watt, 9,7 Kilowattstunden. Boah, das kann man gar nicht erkennen. Na? Eine schicke Verkabelung. Ist allgemein ein sehr schicker Keller hier. Gehen wir mal wieder nach oben. Teil 2, Live-Ablesung bei Bewölkung. Jetzt ist kurz nach 18 Uhr, Anfang August. Da haben wir es. Heiter? Quatsch. Vorüberziehende Wolken auch nicht. Es war total bewölkt, das sieht man eindeutig auf den Aufnahmen. Der Satellitenfilm zeigt ein langgestrecktes Wolkenband, das sich vom Nordmeer über Südengland bis nach Nordwestspanien erstreckte. Mal sehen, ob da noch irgendwas eingespeist wird, weil es sieht ziemlich bedeckt aus jetzt. Solarzellen funktionieren auch bei Regen. Power, 67 Watt, 200 Milliampere. Das heißt bestimmt, lesen Sie in der Anleitung nach. Ein oft herangezogener Vergleichswert oder allgemein ein Performancewert für eine Photovoltaikanlage ist der durchschnittliche jährliche Ertrag je Kilowatt Peak. Pro Kilowatt Peak kann mit einem Solarertrag von 900 bis 1100 Kilowattstunden gerechnet werden. Die Anlage funktioniert sehr gut, weil das sind dann jeweils Werte von über 1000 Watt je Kilowatt Peak. Und das ist dann schon richtig gut. Spezifischer Ertrag ist das Verhältnis von Nutzertrag über einen bestimmten Zeitraum, hoffe ich ein Jahr, und installierter Modulleistung. Man kann den spezifischen Ertrag anhand von Realmesswerten an einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit berechnen. Schritt 1, den Gesamtertrag an einem konkreten Datum ablesen, dann die Betriebsdauer in Tagen bestimmen. Dafür gibt's auch Online-Tools. Hier ein Zeitspannenrechner. Inbetriebnahme bis Ablesedatum. Zeitspanne berechnen. Ergebnis 4084 Tage oder knapp 353 Millionen Sekunden. Deswegen müssen wir hier jetzt die Tage nehmen und die in Jahre umrechnen mit Kommastellen und nicht in Komma Monate, Komma Tage, sondern einfach nur ja. Daraus den jährlichen durchschnittlichen Ertrag errechnen und zum Schluss dann noch durch die spezifische PV-Peakleistung der Anlage teilen. Bei unserer Anlage sind das ungefähr 830 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak pro Jahr. Das ist jetzt natürlich etwas schlechter als bei Michael, aber die Begründungen für die Abweichungen sind die standardmäßigen, wie Verschattung, viele Bäume hat man ja gesehen, Lichteinfallswinkel, Leitungsverluste. Schneeauflage trifft bei uns jetzt weniger zu, allerdings auch interessant wegen Nord-Süd-Gefälle. Der Süden gilt ja als eine eher sonnenreiche Region. Das sieht man auch hier auf dieser Karte. Im Süden Deutschlands gibt es etwa ein Fünftel mehr Sonneneinstrahlung. Allerdings gibt es in Süddeutschland auch mehr Schneeauflage. Weitere Begründungen, das Alter, der Breitengrad, die Südwestlage. Also auch, wenn wir hier nur einen Ertrag von etwa 829,48 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak haben, muss man immerhin anerkennen, dass dieser schon in den Auslegungsdaten 2009 vorausgesehen wurde. Hier steht's. Es folgen weitere Hausnummern und ein kleiner Schlagabtausch. Sie wissen vielleicht, wir haben 44 oder 45 Gigawatt Solar installiert. Aktuell sind ca. 52 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert. Damals war Photovoltaikstrom eine sehr teure Energiequelle. Damals bestand die Sorge, dass es den Strompreis in enormer Weise belasten würde. Deshalb hat man damals einen 52 Gigawatt Deckel eingeführt. Dieser Deckel ist fast erreicht und er hat sein Ziel erreicht. Und deshalb schaffen wir ihn ab. Das hier ist die installierte Nettoleistung gesamt. Hier links die Skala bis zu 212 Gigawatt. Grouped, mittlerweile mehr Onshore-Windenergie als Photovoltaik installiert und beide sind Spitzenreiter an der gesamtinstallierten Leistung. Zum Vergleich, bei der Stromerzeugung sind wir hausnummernmäßig bei etwa 500 bis 550 Terawattstunden. Nur Solar ist mit 45 Terawattstunden relativ wenig am Gesamten. Die Photovoltaik macht von dem Gesamtmix einen eher kleineren Teil aus, obwohl die installierte Leistung verhältnismäßig hoch ist. Das heißt, die maximal installierte Leistung ist nie als eingespeiste Leistung im Netz zu messen, sondern immer nur 70% circa. Das heißt, wir können auch noch viel mehr Solar installieren. Da ist noch viel Platz. Wobei, ganz brandaktuell, die Photovoltaik im Juli 2020 fast die stärkste Stromerzeugungsquelle in Deutschland war.
Und wer war Spitzenreiter? Ganz knapp die Windenergie, aber umso besser, oder? Rund 7 Terawattstunden Photovoltaik im Juli. Amazing. Und nur nochmal, um noch mehr drauf rumzuhacken. Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 läuft mitten im Sommer über Mittag mit voller Leistung von 1060 Megawatt. Das zeigt uns, wir haben viel zu wenig Photovoltaik installiert. Und das ist eine Lehre, die Sie hier mitnehmen sollten. Wir brauchen viel mehr Photovoltaik im deutschen Netz. Es ist ja, wie Sie unschwer feststellen können, beim Ausbau der Photovoltaik auch kein Schaden entstanden, weil der Deckel noch nicht erreicht worden ist. Nein, aber wir haben die Solarenergie 2013 abgewürgt. Wenn wir die gelassen hätten, dann hätten wir genügend Solarenergie gehabt. Dann kam noch dazu, dass die ganzen erneuerbaren Energien vom BMU zum BMWI gewandert sind und das hat uns nicht gut getan. Für die Abschaffung des PV-Deckels ist das Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Nur das Wirtschaftsministerium hat gesagt, sie finden die Idee auch gut, sodass sie es selber machen. Sie haben dann die Bundesnetzagentur beauftragt, was Ähnliches zu machen. Und wer genauso wie ich gerne noch mehr Daten durchstöbert, der kann auf den Seiten der Bundesnetzagentur stöbern. An dieser Stelle ein Dankeschön an Jonas für den Hinweis. Hier gibt es aktuelle Strommarktdaten wie Erzeugung, Handel und Reserve. Ja, schickes Bild. Und ansonsten die Energy Charts nicht vergessen. Aber so Datenanalysezeug, ich kann es ja auch nicht ändern, wenn die Sonne nicht scheint. Ob ich jetzt weiß, dass die Sonne nicht scheint oder ob sie jetzt 5% am 4. August 2018 weniger geschienen hat als 2015. Ja, also ich will kein Klimatologe werden. Minister Altmaier, er hat durch Änderung der Gesetzgebung einfach durch Umstellung von EEG-Vergütung auf Ausschreibung und solche Sachen hat er alles geändert und dadurch wurden die ganzen Erneuerbaren ausgebremst. Mit dem Übergang zu den Ausschreibungen ist es möglich geworden, Photovoltaikstrom um mehr als die Hälfte günstiger zu erzeugen, als dies zuvor der Fall war. Wie sehr trifft die geplante Kürzung der Einspeisevergütung um bis zu 30% die Solarunternehmen? Das sind bis zu 40% sogar, die wir hier verkraften müssen. Das kann die beste Technologie nicht. China wird oft als Grund genannt, weil China die Industrie stark subventioniert. Deutschland subventioniert doch aber auch. Faktencheck. Wird PV-Strom subventioniert? Nein. Die Förderung erfolgt über eine selektive Verbrauchsumlage, die zum Teil auch für selbst hergestellten und verbrauchten PV-Strom erhoben wird. Und wird die fossile nukleare Stromerzeugung subventioniert? Ja. Das Fraunhofer ISE meint, es wird fossiler und nuklearer Strom zu Preisen verkauft, die seine externen Kosten verschleiern und in die Zukunft abschieben. Und ich wäre vorsichtig mit dem Begriff Subvention, weil wir dann schnell in die Debatte bekommen, was haben wir eigentlich in anderen Energieformen gemacht, um die marktfähig zu machen. Bei der Kernenergie, Herr Kollege Miswiller, waren wir da auch nicht so zimperlich. Dagegen ist das, was wir bisher im Bereich der Erneuerbaren einsetzen, eher ein zurückhaltender Betrag. Das ist jetzt wichtig, dass hier nicht noch mehr verunsichert wird, weil wir hängen letztendlich an den Investitionen. Wir brauchen Zugang zu Kapital und die Banken halten sich ansonsten zurück. In die Forschung und Entwicklung zu investieren, hier immer modernere Technologien in den Markt einzuführen. Während Deutschland Millionen in Forschung und Entwicklung investierte, pumpt China nun Milliarden in den weltweiten Vertrieb chinesischer Solarprodukte. Hier ist ein enormer Wettbewerb mit Asien und hier brauchen wir jetzt die Rückendeckung seitens der Bundesregierung. Viele deutsche Solarunternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Dadurch, dass es aus China einen erheblichen Wettbewerb gibt, einen erheblichen Preisdruck und diese Überkapazitäten, wird es für alle Unternehmen weltweit schwer. Was sagt der Faktencheck? Heraeus und Wacker halten sich wacker mit deutscher Wechselrichterherstellung. In Asien generierte die Politik massive Investitionen in Produktionskapazitäten. Lohnkosten spielten untergeordnete Rolle wegen hohem Automatisierungsgrad. Also Deutschland hätte in mehr Produktionskapazitäten investieren sollen und nicht nur in die Forschung. Auch gut, die Wettbewerbsposition für die Modulherstellung in Deutschland kann verbessert werden durch steigende Frachtkosten und lange Frachtzeiten aus Asien. Ja, und jetzt mich mal. Okay. Vor dem Haus. Boah. Kleiner Einspieler zur durchaus berechtigten Frage. Wie lebt es sich eigentlich so direkt unter dem Dach mit einer Photovoltaikanlage drauf? So, mein altes Jugendzimmer. Draußen sind jetzt 40 Grad, hier drin 31. Alles schön verbarrikadiert. Das hier ist so ein Wärmestrahlenschutz-Sonnengitter. Und einen großen Anteil wird hier auch diese Anlage haben, weil die ein bisschen Schatten spendet für die Dachziegeln. Luftdurchzug und Energieabsorption. Aber gegen Abend wird es bestimmt noch heißer werden. Jetzt gegen 17 Uhr sind es 34, draußen immer noch an die 40. Gegen 18 Uhr fast 35 Grad. Also ich würde behaupten, man bemerkt es gar nicht, dass da nebenan noch Strom produziert wird. Und ob es früher wirklich heißer wurde unterm Dach, da fehlt mir jetzt eine Referenzmessung. Aber ich finde, es geht heutzutage. Wenn man die Fenster schön zulässt, dann geht es. Also das Pro-Argument wäre hier, dass es mit der Anlage drauf nicht so heiß wird unterm Dach. Und trotz Jahrhundertsommer haben wir zu wenig Photovoltaikproduktion. Hier nochmal, wir haben zu wenig Photovoltaik im Netz. Wir brauchen mehr Photovoltaik, um über den Sommer zu kommen. Tagsüber ist der Verbrauch so 25 bis 30 Gigawatt höher als in der Nacht. Und mit den 30 Gigawatt Solarenergie, die wir tagsüber einspeisen, sind wir gerade mal in der Lage, den Mittagspeak auf Nachtniveau abzusenken, aber nicht mehr. Das heißt nochmal,
nehmen Sie mit nach Hause, wir brauchen mehr Photovoltaik. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, man muss zunächst einmal imstande sein, nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund zu wirken. Kommen wir jetzt zur einzigsten Wartungsmaßnahme, die mein Vater bei seiner Anlage durchführt. Also das hat er mir nur erzählt. Also ich habe das nicht gesehen, wie er es gemacht hat. Also pass auf, wichtige Information. Die einzigste Wartungsarbeit, die hier durchgeführt wurde, ist das Durchblasen des Kühlkörpers. Mein Vater bläst da ab und zu mit so einem Kompressor mal den Staub raus, damit die Kühlrippen wieder besser kühlen können. Das ist eine Wartungsmaßnahme, die jeder zu Hause einfach ohne Fachpersonal selbst durchführen kann. So, und ich glaube, das hier ist der Kompressor, mit dem der das manchmal macht. Aber so kenne ich mich da auch nicht mit aus. Wartungs- und Instandhaltungskosten einer PV-Anlage. Sobald die PV-Anlage installiert ist, sind die Betriebskosten gering. Eine Photovoltaikanlage benötigt kaum Wartungsarbeiten und die Instandhaltungskosten sind in der Regel sehr gering. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Anlage über 20 Jahre eigentlich funktionieren sollte. Wechselrichter, klar, könnte ein Problem nochmal werden. Die Preise für die Wechselrichter sinken aber auch. Und sollte der tatsächlich mal ausfallen, dann würde ich mir noch einen Wechselrichter mit integriertem Speicher einbauen lassen, um so den Eigenverbrauch noch zu erhöhen. Das ist ein sehr aufgeräumter Werkzeugkeller hier. Nur Kleingeister haben Ordnung. Aber ein Genie beherrscht das Chaos. Ja, kaum zu glauben, was die Sonne für eine Power hat. Ja, anscheinend habe ich mal wieder versucht, alles in ein Video zu packen. Es funktioniert einfach nicht. Egal. Hier sind mindestens zwei Ideen für PV-Spin-Offs. Ich könnte einen PV-Faktencheck mit Hilfe des Fraunhofer-Skripts machen. Kennt jemand weitere lustige Fernsehbeiträge, die ich PV-wissenschaftlich prüfen könnte? Ansonsten hat mich noch folgende Fragestellung beschäftigt. Für ein Anschlussvideo über Photovoltaikanlagen hatte ich die Idee, die Anschlussproblematik von Ü20 Post-EEG-Altanlagen genauer zu diskutieren und ich sammle dafür ab sofort interessante Vorschläge. Was würdet ihr tun, wenn eure Photovoltaikanlage 20. Geburtstag feiert? Gerne auch Quatschantworten, die sind immer wichtig. Zum Beispiel irgendwas mit einem Tauchsieder. Fällt mir jetzt spontan ein. Das sind etwa die Leistungen, die ein solcher Tauchsieder, ein kleiner Föhn oder ein kleiner Toaster hat. Und das haben wir hier pro Quadratmeter von der Sonne zu erwarten. Auch tolle Recycling-Ideen sind gerne willkommen. Die sind besonders wichtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, genießt das schöne Wetter. Bis dann.